Welches Geheimnis steckt hinter den Gemälden großer Meister? Um das herauszufinden, erschaffen wir die Klassiker neu. Und ein Expertenteam erkundet die kleinen Geschichten hinter bedeutenden Meisterwerken. Diesmal Mädchen im weißen Kimono von Georges-Henrik Breitner. Ich krieg die Farbe nicht aus dem Pinsel. Das hat sich gut gelöst. Zu öffnen, wenn ich tot bin. Ich bin erleichtert. Breitner ist eigensinnig und gilt als grimmig. Sein Leben ist geprägt von Alkoholproblemen, einer unglücklichen Ehe und ewigem Geldmangel. Doch er hat Erfolg. Das Rijksmuseum in Amsterdam kauft noch zu seinen Lebzeiten ein Bild von ihm. Von Georges-Henrik Breitner. Oder kurz Georges. Wir wagen uns an Breitners Mädchen im weißen Kimono. Eins der schönsten seiner vielen Bilder mit diesem Motiv, finde ich. In der Periode 1893 tot mit 1896. Zwischen 1893 und 1896 hat er 14 Bilder von Mädchen in einem Kimono gemalt. Für fast alle stand Geesje Kwak Modell. Mit het model Geesje Kwak. Nach seinem Tod hat man in seinem Atelier einen Wäschekorb mit Glasnegativen und eine Kamera gefunden. Er hat sich intensiv mit Fotografie beschäftigt. Es sind auch hele mooie Fotos. Von Geesje Kwak sind viele schöne Fotos erhalten. 1895 ging sie nach Südafrika. Das nahm allerdings kein gutes Ende, denn schon 1899 ist sie an Tuberkulose erkrankt und daran gestorben. Sie ist nur 22 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob das einfach wird und ob es mir gelingen wird, aber es ist ein sehr schönes Bild, um es zu erkunden. Es strahlt Ruhe aus. In welchem Zustand ist es? An der Wand hängt ein UV-Foto. Man sieht, dass es restauriert wurde, aber der Firnis wurde so belassen. An den Ecken hat man versucht, den Firnis zu lösen. Die Frage war wohl, ob er Farbpigmente enthält. Normalerweise ist er transparent. Wenn jedoch Farbanteile enthalten sind, müssen wir das nachmachen, denn das gehört zu diesem Bild. Und wie geht das? Wir müssen eine Probe nehmen. Geht das einfach so? Wenn uns das Museum unterstützt und dabei hilft. Du willst ein Teilchen entnehmen? Ein kleines Stück. Ein kleines Stückchen, okay. Das betten wir ein und gehen von der Seite zu den Schichten. Das klären wir später. Fangen wir an. Das Schwierigste bei allen Rekonstruktionen ist, die Seele des Bildes zu erfassen. Die entsteht hier durch die Textur und das Mädchen. Ja, es geht um das Mädchen. Mir ist sofort aufgefallen, dass es ein japanisches Bild ist. Ein Mädchen in einem Kimono. Aber es hat keine japanischen Gesichtszüge. Im Vordergrund sieht man einen Perserteppich. Wenn man genau hinsieht, wird klar, dass es kein japanisches Bild ist, sondern ein wunderschönes Bild mit einem Mädchen in einem Kimono. Die Farbe ist dick aufgetragen, oder? Das sieht man im Licht. Es scheint, als hätte er beim Malen viel nachgedacht. Als habe er beim Malen gesucht. Jedes Bild war eine Art Geburt. Er war ein schwieriger Mann und total besessen. Es heißt, er habe mal bei Freunden übernachtet und sei mitten in der Nacht aufgestanden, um den Mondschein zu malen. Das machst du auch, oder? Ständig. Vor diesem Bild hat er Baustellen, viel Schnee und überhaupt düstere Bilder gemalt. Er steckte fest, denn trotz großer Ideen kam nichts Bedeutendes dabei heraus. Bis er Geesje Kwak auf der Straße begegnet ist. Er war sofort verzaubert und hat sie mehrmals fotografiert. Und daraus sind all diese Gemälde entstanden. Ja,
Hier ist ja gut. Ui. Mistkerl. Ich zeige Ihnen ein paar Originalfotos, die Breitner selbst gemacht hat. Das hier ist die Lauriergracht, wo er die Bilder mit den Mädchen im Kimono gemalt hat. Und hier hat er wie ein Spion aus dem Fenster gesehen. Ja. Er hat Passanten fotografiert. Die Fotos wirken wie gerahmt. Er war Maler und hat auf sowas geachtet. Das ist im Vordergrund etwas unscharf. Wie schön. Es zeigt, was man oft hört, dass die Maler die Welt immer mehr wie Fotografen gesehen hätten. Dabei stimmt das gar nicht. Welche Kamera hat er denn benutzt? Er hatte verschiedene Kameras. Große für die Glasnegative, aber auch eine ganz kleine Boxkamera. Ich habe gehört, dass Sie an dem Kimono-Mädchen arbeiten. Ich habe nachgesehen, welche Fotos wir von seinem Atelier haben, in dem er gearbeitet hat. Sie ist so süß, ein 16 Jahre altes Mädchen. Sie war Hutverkäuferin und hieß Rieschir Kwak. Er hat sie gebeten, für ihn zu posieren. Darauf hat er sich gut vorbereitet, denn sie stand ihm im August-Modell. Aber schon im März hat er die Teppiche und Raumteile gekauft. Die hat er nur für sie angeschafft. Das sind wunderbare Fotos. Haben Sie eine Kamera? Nein, aber das Kupferstichkabinett in Leiden hat eine. Ach nein, die ist jetzt an der Universität Leiden. Die haben diese große Kamera für Glasnegative. Die Originalkamera? Ja, die Originalkamera. Hallo Charlotte, Michel hier. Hallo Michel. Hoi. Klappt's? Ja, nicht so gut eigentlich. Ja, nein, nicht so gut. Ich habe ein paar Versuche mit dem Dekor auf dem Kimono gemacht. Das ist entscheidend für das Bild. Aber ich kriege die Farbe mit dem Pinsel nicht richtig hin und deshalb stimmt die Farbstruktur nicht. Und dus auch nicht eine gute Farbe halt. Die Farbschicht darunter ist schon trocken? Ja, und nun sitze ich mal mit Kreide. Ich mische gerade etwas Kreide und Öl darunter, aber dadurch trocknet die Farbe langsamer und wir haben nicht so viel Zeit. Ja, wir sind im Jahr 1900. Die Maler gehen zum Malen ins Freie. Es gibt Farben in Tuben, man muss schneller malen können. Ich glaube, dass Breitner mit McGilb gemalt hat, einer Mischung aus Öl und Harz. Er wollte, dass seine Farbe schnell trocknet, damit er schnell und flexibel arbeiten kann. Ich habe mal einen Artikel über die Firma Klaus und Fritz in Amsterdam geschrieben, die Farben verkauft und hergestellt hat. In dem Geschäft von Van Beek in der Stadthouderskade hängt dieses Manifest von damals, das viele berühmte Maler unterschrieben haben. Hier steht G.H. Breitner. Er schreibt, dass Klaus und Fritz die beste Farbe haben und er dort bevorzugt kauft. Aus den Notizbüchern von Breitner ist bekannt, dass er dort eingekauft hat. 40 Gulden an Klaus und Fritz, 60 Gulden an... Aber nicht, was er gekauft hat, sondern nur, dass er dort bezahlt hat. Nein, aber bei seinem Kollegen Willem Witzen ist genau aufgeführt, was er gekauft hat. Auf dieser Rechnung steht... 3 Tuben Robertson Medium. Im Katalog steht, eine Tube kostet 60 Cent. Ich weiß nicht genau, was die Farbe enthielt, wohl Öl und Harz. Das Unternehmen gibt es nicht mehr. Aber sein Archiv wird in Cambridge aufbewahrt und damit auch die Rezeptur für dieses Medium. Ich würde da gerne hinfahren und die Farbe für dich herstellen. Ins Archiv von Robertson? Ja. Machen wir das? Gern. Während Michel nach Cambridge fährt, um nach der Rezeptur zu suchen, ist auch für Joris ein besonderer Tag. Das Museum in Twente hat zugestimmt, zu untersuchen, ob der Firnis Farbpigmente enthält. Ein farbiger Firnis wäre von Breitner nämlich selbst aufgetragen worden und damit original. Auch unsere Rekonstruktion muss diese Schicht aufweisen, da wir dem Original so nah wie möglich kommen wollen. Wir müssen also genau wissen, woraus der Firnis besteht. Firnis ist in der Regel eine transparente Harzschicht und hat keine farbgebende Wirkung. Wenn der Firnis Farbpigmente enthält, wird er ein Bestandteil des Gemäldes selbst und ist nicht mehr nur eine Schutzschicht, die später im Laufe der Zeit erneuert wird. Brauchen Sie noch etwas? Nein, ich habe alles.
nicht machen nach einer durchzechten Nacht. Das hat sich gut gelöst. Michael hat mir Harz gebracht. Das ist super. Den mische ich jetzt mit der Farbe, damit sie schneller trocknet und ich sie schneller übereinander auftragen kann. Das nehme ich jetzt, bis er mir was Besseres bringt. Die Kamera von Breitner, mit der er die Fotos von Gijsje Kwak gemacht hat, wird hier aufbewahrt, im Depot der Universität von Leiden. Viel kleiner, als ich dachte. Ja. Da ist sie. Ich bin neugierig. Ich dachte, sie wäre größer. Ja. Die Kamera von Breitner. Sieh dir das an. Die wirkt mitgenommen. Sie ist gebraucht. Genial. Ein alter Malerkasten. Toll, was für ein schönes Objekt. Wir wollen mit unserer Rekonstruktion so nah wie möglich ans Original kommen und würden die Kamera daher gerne mitnehmen. Dürfen wir? Normalerweise verleihen wir unsere Objekte nicht, außer für Ausstellungen. Klar, es ist ein historisches Objekt. Aber ich denke, wir können hier eine Ausnahme machen. Vielen Dank. Wir gehen sorgsam damit um. Das ist die Bedingung. Mit Handschuhen. Ich lege sie in die Schachtel zurück. Ja. Wir dürfen die Kamera von Breitner ausleihen. Wie cool, damit können wir Fotos machen. Natürlich haben wir uns auch die Originalfotos angesehen. Wir stellen die Szene nach. Ich bin so gespannt, wie das Ergebnis am Ende aussehen wird. Das ist wirklich aufregend. Cambridge ist eine faszinierende Stadt. Man spürt hier überall die Intelligenz und wird angeregt zu studieren. Die Colleges mit den grünen Rasenflächen wiederzusehen, ist ein Erlebnis. Am Hamilton Kerr Institute werden Gemälderestauratoren ausgebildet. Dort befindet sich das Robertson-Archiv. Das Robertson-Archiv ist oben. Im Archiv lagert Künstlerbedarf, den es heute nicht mehr gibt. Hier kann man wunderbar die Maltechniken von früher studieren. Hier ist das Robertson-Archiv. Wow. Wow, vielen Dank. Wow. Charles Park war damals der Inhaber. Zu öffnen, wenn ich tot bin. Charles Park.
Da drin ist die Rezeptur für das Robertson Medium? Ja, streng geheim. So wie das Rezept für Coca-Cola. Ja, stimmt. Hier ist es. Gehen Sie folgendermaßen vor mit kleinen Mengen. Das Testament trägt sogar ein Siegel, das besagt, zu öffnen, wenn ich tot bin. Das ist doch eine kleine historische Sensation. Jetzt können wir die Farbe herstellen. Diese Bilderreihe hat mir schon immer gefallen. Das hier habe ich auf einer Exkursion bei einem Atelierbesuch in Enschede gesehen. Und später in einem dunklen Museum. Ich war überrascht, dass da eins der Kimono-Mädchen hängt. Das Modell hat mich schon immer interessiert, aber damals wusste ich noch nichts über sie. Zum Beispiel, dass sie nach Südafrika gegangen und früh gestorben ist. Das macht mich sehr traurig. Es ist wie bei dem Selbstporträt des jungen Rembrandt. Man sitzt ihm lange gegenüber und schaut ihn an. Man weiß alles über sein Leben, während die Person selbst das damals alles noch nicht wissen konnte. Ich mach den hier fest. Joris sieht sich die Probe aus dem Bild an. Das sind zwei Schichten. Ist das ein Firnis von Breitner oder stammt er von einer Standardrestaurierung? Hier sieht man etwas Oberfläche und darüber den zweiten Firnis. Hier sieht man das nicht. Gehen wir noch mal dazwischen. Diese Schicht hat eine etwas andere Fluoreszenzfarbe, oder? Kaum wahrscheinlich, dass Breitner das A selbst gemacht hat und dass das B ein farbiger Firnis ist. Ja. Fotograf William Rütte hat schon viele Stars fotografiert. Seine große Leidenschaft sind alte Kameras. Er hilft uns, mit der Originalkamera von Breitner ein Foto zu machen. Das Set war toll gemacht, bis ins kleinste Detail. Ich stand etwas weiter weg und habe Jasper gesagt, wie gut die Vögel gemalt sind. Dann stellte sich heraus, dass das nur Aufkleber waren. Aber es war perfekt. Das haben sie toll gemacht. Es sah aus wie auf dem Bild. Hallo Charlotte, Joris hier. Wir haben uns unter dem Mikroskop den Querschnitt der Farbschicht angesehen und etwas entdeckt. Es gibt keine Hinweise auf eine pigmentierte Firnisschicht. Stattdessen ist es wohl ein ganz normaler Firnis. Der hat sich wohl verfärbt und ist vergilbt. Für dich bedeutet das, dass die weißen Flecken auf dem Kimono ursprünglich wohl mehr geleuchtet haben, als man es heute sieht. So ein Firnis wirkt sich auf das gesamte Bild aus. Der Kimono hatte ursprünglich wohl ein kühleres Grau. Heute sieht er eher ein bisschen schmutzig aus. Deshalb kann man das Bild unmöglich exakt nachmalen. Unsere Rekonstruktion soll etwas frischer wirken. Ich hoffe, die Betrachter erkennen an, dass wir, soweit es geht, dieselben Farben benutzen wie Breitner. Wenn man dieselben Pigmente nimmt, sieht das Bild so aus wie vor der Verfärbung des Firnis. Yo. Seht mal, was wir hier haben. Wow. Fantastisch. Genau richtig in einem Atelier. Ein Kunstobjekt. Toll, nicht? Ja. Daphne, du kennst dich mit alten Kameras aus. Ich gebe sie dir gleich weiter. Spannend. Gerne. Dann sollten wir sie mal aufstellen. Genau. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Ja. Anders als ein iPhone, hm? Hat man vor 100 Jahren benutzt. Verrückt. Ja. Glasplatten und manuelle Entwicklung. Sehen wir gleich, wenn wir sie aufmachen. Das waren die ersten tragbaren und bezahlbaren Kameras. Ja. Ich muss bei dem Dekor auf dem Kimono etwas experimentieren, damit es genauso aussieht.
Es geht um die Textur der Farbe, aber auch darum, wie die Farbe auf den Untergrund reagiert. Der Kimono ist mit einer dicken, festen Farbe gemalt. Wir haben die Rezeptur in Cambridge gefunden. In einem Umschlag mit der Aufschrift, zu öffnen, wenn ich tot bin. Da steht genau, wie man Megilp macht. Die englischen Maßangaben sind etwas schwierig, aber eine Engländerin hat mir beim Umrechnen geholfen. Fangen wir an. Wie viel? Für das trocknende Öl und Kopal brauchen wir 28,4 Milliliter. Halt das mal etwas. Ja. Man sieht mehr, als ich dachte. Oh ja. Siehst du das? Das muss Charlotte auch sehen. Unglaublich. Ja. Krass. Ist es nicht seltsam? Du siehst mit den Augen des Malers und malst jetzt sein Bild. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Die Kamera bringt einem das Bild näher, als die Szene eigentlich ist. Er war mit der Kamera unterwegs und hat alles festgehalten. Das ist etwas Besonderes. Schön, nicht? Wir machen den ersten Abzug. Du hast die Ehre. Fantastisch. Hast du das Licht gemessen? Ja, wir belichten 8 Sekunden. Wir haben nur einen ISO-Wert von 1, das ist sehr wenig. Sie muss ganz ruhig liegen. Will und ich machen das Foto. Los geht's. Das war's. Wie spannend. Ja, da ist es. 1, 2, da ist es. Ja, sieh nur. Wow. Unglaublich. Da kommt was. Man kann was erkennen. Das war magisch, als würde man zaubern. Ein tolles Gefühl. Das ist ein sehr tolles Gefühl. Ist das überbelichtet? Unterbelichtet. Unterbelichtet. Hier ist das Gesicht. Wie eine Zeichnung. Man sieht zu wenig. Zu wenig, um einen Abzug zu machen. Ja. Wir müssen es länger belichten, damit es dunkler wird. Das ist wunderbar. Für den ersten Test ein gutes Ergebnis. Da ist es. Megilp. Ich bin gespannt, wie du damit malst. Ich hoffe, es klappt. Ich auch. Ich bin mir sicher, dass es gut geht. Eine schöne, cremige Paste. Ich dachte, dass es etwas dicker wäre. Probier mal. Das muss bleiben, oder? Es ist etwas transparenter. Wie ist das so, Charlotte? Ich muss mich erst daran gewöhnen. Es bleibt glänzend und trocknet sofort. Fantastisch. Die Farbe bleibt. Ein schöner Pastellton und trocknet schnell. Sieh mal, das ist schon fast trocken. Und wenn ich darüber male? Oh, ich kann schon drüber malen. Das ist toll. Und bei den anderen? Sieh mal. Ja, super. Womit hast du das gemacht? Mit Öl. Damit geht es nicht. Dann wird es matt. Aber hier glänzt es schön. Super. 14 Sekunden? Wir belichten jetzt 14 Sekunden. Countdown. 3, 2, 1. 10 Sekunden. 5, 4, 3,
zwei, eins, los. Okay. Du kannst dich wieder bewegen. Hast du toll gemacht. Super. Sie ist nicht in der Mitte. Nein. Da ist zu viel drauf. Stimmt. Immer noch zu kurz belichtet? Also 18 Sekunden. Ja, die brauchen wir. 20. Wir nehmen 20. 20, ja? Man sieht mehr Struktur, aber es reicht noch nicht. Man soll auch das Muster erkennen. 20 sollten reichen. Die Höhe der Kamera passt. Das Schöne und Besondere hier ist, dass das Bild bis jetzt nach jeder Phase ein schönes Gemälde war. Auf dem Kimono sind weniger Details. Er wirkt etwas ruhiger und eleganter. Aber der rote Hintergrund ist auch noch leer. Wer das Bild kennt, denkt, genau so muss es sein. All dieses Unruhige gehört zum Bild dazu und macht es so schön. Aber es ist auch ohne das ein schönes Bild. Ich denke jetzt, vielleicht hat er damals etwas übertrieben. Aber es ist sein Bild. Er ist der Chef. Oder war der Chef. Sein Schilderei, er ist Bas. Bas de Bas. Etwas mehr. Perfekt. Konzentrieren. Fertig. 3, 2, 1, piep. Man schaut in die Kamera und sieht ein Spiegelbild des Gemäldes. In dem Moment sieht man, was er damals gesehen hat. Man sieht durch denselben Kasten. Unglaublich. Das ist eine Reise zurück in die Zukunft. Ich war schon früher ein großer Fan der Filme und jetzt habe ich es selbst gemacht. Das war unglaublich. Das war's. Alles zu sehen, oder? Hier wird es schön dunkel. Hier die Hand. Ich dreh's mal um. Es wirkt näher. Wow. Toll. Ich bin erleichtert. Das ist ein Glücksspiel. Ohne die ersten Versuche hätten wir das nicht machen können. Aber toll, dass es schon nach 3 Aufnahmen geklappt hat. Fantastisch, oder? Sie liegt in der Mitte des Bildes. Der Abzug ist gut geworden. Das ist großartig, ein schönes Gefühl. Wir haben Kunst gemacht. Super. Wir haben was Tolles geschafft. Wir sind in die Vergangenheit gereist und haben ein Negativ von der Bildszene gemacht. Toll. Gut gemacht. Klasse. Das ist es. Die 3 Phasen. Das ist so schön. Der Weg zur Perfektion. Die Haltung ist viel besser als auf dem vorherigen. Der Abzug vom Negativ sieht so aus. Ich säubere das Bild und bewahre die Watte in diesem Glas auf. Die benutzen wir dann zum Vergilben unserer Breitner-Rekonstruktion.
Bei der letzten Restaurierung hat man die vergilbten Stellen belassen, weil man dachte, der Firnis wäre auch farbig. Aber Joris hat nachgewiesen, dass das nicht stimmt. Gesichter sind altijd heel moeilijk. Gesichter sind immer sehr schwierig und stehen im Mittelpunkt eines Gemäldes, auch das von Xie Kwak. Er hat sie wohl in zwei Sitzungen gemalt, aber ich habe länger gebraucht, weil ich ein paar Mal dachte, es müsste hier etwas heller sein. Das war auch so, und dann merkt man später, dass der Fleck nur heller erscheint, weil die Umgebung dunkler ist. Dann beginnt man, das Gesicht anzupassen und zu übermalen. Deshalb ähnelt das Gesicht, das ich gemalt habe, dem von Xie Kwak nicht mehr so sehr. Jetzt sieht sie ein bisschen so aus wie meine Tochter. So ist es eine sehr persönliche Rekonstruktion geworden. Ich muss immer wieder den Atem anhalten, wenn ich das mache. Das ist spannend, aber nicht praktisch. Breitner hat seine Linien und Punkte präzise gesetzt. Charlotte lässt eine Stelle frei, damit ich da eins von Breitners Vögelchen hinmalen kann. Das lasse ich mir nicht nehmen. Jasper, jetzt musst du übernehmen. Ich probier's mal. Hier oben? Ja, du hast mehr Spielraum mit dem Handgelenk, wenn du den Stock nimmst. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass er das kann, aber mir macht es vor allem Spaß, ihn endlich mal arbeiten zu sehen. Hier ist die Farbe gut, siehst du? Ja. Jetzt musst du sie noch aus dem Pinsel kriegen. Ich probier's. Was meinst du? Ich finde... Fast gut? Halt an. Ich seh's mir mal von weiter weg an. Ein süßes Vögelchen. Ich habe alles reingetan, was wir haben. Ich werde besonders auf die Pinselführung achten. Mit nur wenigen Linien erschafft er ein Gesicht und deutet einen Kimono an. Ich bin sehr gespannt auf die Rekonstruktion. Ich hatte große Lust, das Bild zu malen und habe mich sofort darin verliebt. Es ist ein schönes Bild geworden, aber es ist doch anders als das von Breitner. Und damit fühle ich mich nicht so wohl. Das sieht echt aus. Das war ja die Absicht. Ich bin echt überrascht. Es ist so flott gemalt wie das Original. Wie hast du das Gesicht so schön hingekriegt? Du kanntest das Modell doch gar nicht. Ich finde, sie sieht eher aus wie meine kleine Tochter als wie Xie, weil ich beim Malen viel an sie gedacht habe. Ich bin echt überrascht. Ich dachte, das wäre unglaublich schwer. Und das ist es wohl auch, aber es ist sehr gut gelungen. Wir haben viel über dieses Bild erfahren und ich denke, dass wir es in Zukunft guten Gewissens restaurieren können. Vielen Dank. Das Geheimnis von Breitner,
Er hat sehr, sehr genau hingesehen. Er hat Skizzen und Fotos gemacht. Die Fotos hat er 20 Sekunden belichtet, bis man alles erkennen kann. Deshalb musste er genau hinsehen, nicht nur kurz schauen und abdrücken. Sehr schön. Heel mooi.